Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, 2 Jahre Projekt Schrebergarten. Ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen. Auf jeden Fall gibt es am Ende wird es ein Dreiteiler sein. Eine Folge habe ich schon abgedreht. Das wird jetzt die zweite. Es gibt noch ganz viele Überraschungen, Besonderheiten. Das wird euch auf jeden Fall interessieren, also bleibt dran. Besonderen Folgen sind mit ganz viel Interessanten gespickt. Heute wird es schon ein wenig um die dritte Folge gehen. Es wird ein paar Ankündigungen geben. Es geht um eine Verlosung schon in dieser Folge. Also wer das noch nicht entdeckt hat, dazu werde ich euch gleich auch noch was erzählen. Und letztendlich gibt es natürlich auch noch ein paar Gartenaufnahmen. Ich habe hier ein bisschen was vor. So viel wird es nicht sein. Das ist arschkalt. Mal gucken, was dann nachher so geht. Das wird ein rundes Paket. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und womit fangen wir an? Mit dem, was ich jetzt gerade mache, möchte ich ein bisschen Danke sagen. Ich habe die Verlosung schon angesprochen, / Gewinnspiel, was dann nun der richtige Begriff ist. Gewinnspiel, wenn es um eine Frage geht. Ja, doch, passt schon irgendwie. Spielt letztendlich auch keine Rolle. Ich möchte euch was zurückgeben. Ich möchte Danke sagen. 2 wunderbare Jahre. Da hat sich so viel entwickelt. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, wunderbare Menschen kennengelernt. Also ihr seht, die Überraschungen nehmen kein Ende. Ich bin da immer sehr euphorisch und ich kann es kaum abwarten, das alles zu euch raus zu transportieren. Aber eins nach dem anderen. Dies ist ja nun die zweite Folge und in der dritten Folge wird es um Saatgut gehen und zwar nachhaltiges Saatgut. Ich möchte euch helfen, das richtige Saatgut für euch zu finden. Es gibt natürlich verschiedene Anlaufpunkte, aber von mir gibt es einen ganz persönlichen Tipp und dazu habe ich ein bisschen was zu erzählen und zu zeigen. Das dann aber in der dritten Folge. Außerdem wird es beim nächsten Mal so einen kleinen Jahresrückblick geben. Ich werde auch ein bisschen was zeigen, was ihr noch nicht gesehen habt. Ich sag mal, alles hinter Friede, Freude und Eierkuchen. Da gibt es dann noch mehr. Beim Saatgut gibt es nachher auch was zu verlosen. Also ich denke, Saatgut kann jeder gebrauchen. Mir geht es auf jeden Fall so, das ist immer mein kleiner Schatz. So, und von der Verlosung kommen wir zu dem Gewinnspiel. Und zwar habe ich unter dem Community-Tab meines Kanals, viele kennen das gar nicht, wissen gar nicht, was das ist. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, gibt es da verschiedene Reiter. So die Tabs wie beim Internetbrowser, ne? Wenn ihr da drin seid und immer eine neue Seite geöffnet habt, gibt es neue Seiten. Und somit gibt es auf meinem Kanal auf der ersten Sparte Übersicht, Videos, Playlists und ich glaube der vierte müsste dann der Community-Tab sein. Und dort könnt ihr raufgehen und dort gibt es ein Gewinnspiel. Da stelle ich euch eine Frage. Als Gewinn gibt es ein Nachhaltigkeitsüberraschungspaket. Unter anderem werden auch effektive Mikroorganismen drin sein. Ein paar andere Überraschungen, die nicht aus meinem Garten stammen. Zum Gewinnspiel, kleiner Tipp von mir. Ich stoße euch quasi schon die ganze Zeit drauf. Und wem das jetzt noch nicht ausreicht, in meinem ersten Video zu diesem 2-Jahres-Special, in dem ersten Video werdet ihr das auch erfahren, wenn ihr aufmerksam zuhört. Und dann führt eins zum anderen und ich wünsche euch viel Glück und Spaß beim Knobeln, beim Nachdenken, um rauszufinden, worum das geht. Guck mal, ihr Lieben, das ist mein Bokashi, den werde ich heute im Garten einarbeiten. Und das ist auch schon eine kleine Ankündigung. Ich werde euch nicht zeigen, wie ich den Bokashi mache heute, nur das Einarbeiten. Aber in dieser Sache wird demnächst auch noch was kommen. Also Bokashi-Video, wie könnt ihr euer Bokashi plastikfrei, nämlich das ist Glas, zu Hause ansetzen, wie auch immer man dazu sagt. Das wird nicht das Einzige sein. Ich werde euch auch demnächst zeigen, wie effektive Mikroorganismen vermehrt werden. Alles, was dazu fehlte, war noch ein Glasgefäß, denn Plastik und so gefiel mir immer nicht. Und jetzt haben diese Behälter zu mir gefunden. Und das kann ich euch nur empfehlen. Also mega geile Sache. Ich möchte es nicht mehr anders haben. Ich hatte vorher Plastik. Auch toll, gar keine Frage. Aber plastikfrei ist besser. Oder was meint ihr? Also, legen wir mal los. Hier haben wir mein Beet, hier habe ich das schon mal ausprobiert. Ich werde jetzt nicht alles hier reinkippen. Das werde ich jetzt auch so komplett hier in die Beete einarbeiten. Hier vorne aber nur ein Teil, ich werde das in den Beeten verteilen. Ich habe da so ein Gefühl, wo ich Nährstoffe reinbrauche und wo nicht. Also bekommt jetzt noch ein bisschen Mulch.
Also wie ihr sehen könnt, eine ganz, ganz einfache Sache. Von zu Hause kommt der Bokashi aus dem Küchenkreislauf in den Garten. Die Küchenabfälle sammeln, Bokashi draus machen, wie das geht. Wie gesagt, das werde ich euch noch zeigen. Abfälle hierher und ich arbeite die direkt in die Beete ein. Da brauche ich nicht groß lange Verkompostierungsprozesse abwarten oder einen Punkt für den Kompost. Das kommt direkt in der Beete, also Kinder einfach. Warum ich das so mache, der Ursprung des Ganzen, Leben bringt Leben, daran glaube ich ja. Da komme ich jetzt nochmal auf die Humushüter zurück und eine ganz tolle Meldung, was Neues. Und zwar eine Humushüterreihe, die habe ich ja jetzt schon mehrfach angekündigt und drauf gestoßen, so wie auch in diesem Moment. Bisher war das mit Natürliches Leben und mir, also Willi, Miri und ich, die da was zu machen. Und jetzt hat jemand angefragt, stößt zu uns, das ist die liebe Anja. Ihren Kanal werde ich mal oben rechts einblenden. Die wird uns ergänzen zum Thema Humushüter. Wahrscheinlich sowas wie eine Wurmfarm machen, da hat sie ganz tolle Ideen und das möchte sie zeigen. Also ihr geht es auch um die Humusphäre. Sie hat auch ein ganz tolles Video zugemacht. Das kann ich jetzt direkt nicht verlinken. Das ist mir gar nicht möglich. Dafür müsst ihr auf ihren Kanal gehen. Das könnt ihr auf jeden Fall auch anschauen. Und da erwarten euch noch ganz tolle Sachen. Also da freue ich mich drauf. Ich finde es spitze, dass Anja zu uns gestoßen ist. Also sei lieb gegrüßt, falls du das siehst. Das war jetzt eine Praxisvorschau, was ich mit dem Bokashi gemacht habe, für die Humushüter. Das werde ich natürlich nochmal gesondert und detaillierter in einem Einzelvideo vorstellen. Ein Humushüter ist ja noch in der Pipeline vom Moment. Da geht es darum, wie sich die Wurzeln der Pflanzen ernähren. Das ist mega, mega interessant. Also ich habe da immer eine totale Wissbegierigkeit, wie das alles immer so funktioniert, wie das wirklich funktioniert. Sehr spannend. Also kann ich euch nur empfehlen. Das Ganze spart Müll, spart Energie, spart Mühe und wie ich euch gezeigt habe, sogar Plastik. Also tolle Sache. Also wie geil ist das denn? Das ganze Leben da drin, Mikroorganismen, Würmer und so, die freuen sich, dass sie was zu futtern kriegen. Ihr müsst euch auch um eure Beete kriegen, dass sie Nahrung kriegen. Und das ist das ganze Prinzip, Leben bringt Leben. Jeder hat was davon. Ah, der Wind wird gerade nicht weniger. Ich habe da oben diesmal wieder einen Stoff drin. Ich habe schon mal rumprobiert, keinen Erfolg gehabt. Habe letztes Mal auch unter meinen Kommentaren den Dip gekriegt, aufgrund des Windes. Das geht hier nicht anders. Ich wohne in Norddeutschland. Ihr solltet hier mal Urlaub machen. Hier gibt es nicht nur kleine kurze Lüftchen. Hier geht das immer richtig. Das ist einfach ein bisschen anders. Ich habe rumprobiert. Jetzt hört ihr bestimmt den Wind. Also da ist Stoff vor. Es ist ein Schutz vor. Und den Wind hört man trotzdem. Also das Kapitel werde ich wahrscheinlich abschließen können. Das Einzige, was das Ganze gebracht hat, es wird ein bisschen besser. Ich habe schon getestet. Es wird ein klein bisschen besser vom Ton, aber so ein Mühe. Was gibt es jetzt noch zu tun? Die letzte Ernte für dieses Jahr. Und zwar, ich habe hier noch Zwiebeln, ich habe noch Sellerie, ein bisschen Mangold, das ein oder andere Blättchen. Ich habe hier noch Blutwegerich, ich habe noch den Rosenkohl da hinten, habe ich euch ja vorgestellt. Und ich habe tatsächlich im Dezember noch ein paar Tomätchen gefunden, auch gerade. Und zwar in dem Gewächshaus, wo ich saß. Die ganzen Sachen packe ich jetzt ein, das wird die letzte Ernte. Ich möchte die Jungs nochmal unterstützen, aus meinem Garten mit Nachhaltigkeit anzustecken und zu zeigen, wie Essen aus dem eigenen Garten, aus der Region schmeckt, wenn man das immer weit her transportiert oder Wassertomaten isst und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Eine gute Sache und das wird die letzte Kiste jetzt für dieses Jahr. Und da ist schon Vorfreude. Ich lasse nicht alles zu Ende ausreifen. Ich nehme mit, was ich habe. Jede Menge Zwiebeln, wie gesagt. Und achso, Thymian war auch noch da, fällt mir gerade ein. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es noch ein paar Überraschungen. Wiesenknopf habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob die das gebrauchen können. Mal gucken. Ja, ich lege einfach los, ne? Labern kann ich lange labern. Mitkommen! Ich denke, damit kann ich jetzt ganz zufrieden sein. Zwiebeln, das war ja ein Experiment, sehr spät im Jahr rein und trotzdem noch echt sehr zufriedenstellend. Also mir gefällt's. Na gut, ab zum Rosenkohl. Wow, guckt euch das an. Toll, oder? Noch gut viel gekommen und größer geworden. Tipps.
So, den Rest lassen wir wachsen. Und das ist die Ausbeute. Kann man auch jetzt für den Anfang nichts sagen. Ein bisschen hatte ich ja auch schon genascht. Ja, weiter geht's. Selbst eine Hand Tomaten habe ich gefunden. Die können auch nachreifen und wie ihr sehen könnt, mickrig klein. Hier, die schnappe ich nochmal. Ups, da ist mir ein bisschen was daneben gegangen. So. Tue ich mal dieses kleine Exemplar an hier. Süß. Richtig süß. Naja, mal gucken. Das war es jetzt auch schon fast. Eins fehlt noch, der Sellerie. Ab geht's. Wow, hier ist noch richtig viel. Oh, wie das hier duftet. Ich liebe das. Richtig, richtig schön. Oh, oh, da unten sieht es aber auch toll drin aus. Spannend. So. Dann machen wir noch mal einmal Kahlschlag, ne? Dann wollen wir mal hier fertig werden mit dem Beeten. Mit dem Geschichtchen kann ich zufrieden sein. Ich habe deutlich weniger erwartet, von daher happy, happy, happy. Hier sind noch ein bisschen Porree-Reste und so. Da lässt sich ja von den Blättern noch einiges verarbeiten. Und ja, toll. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Halb so schlimm. Das werde ich jetzt in Anhänger packen und damit geht es dann ab in den Laden. Und wieder rüber ins Gewächshaus. Jetzt gibt es noch ein paar ganz wichtige Updates, Ankündigungen, Sachen, die ihr noch nicht gehört habt, was ich so vorhabe. Hangeln wir uns mal durch. Da gibt es ein paar auf meinem Zettel. Und womit fangen wir an? Wurde jetzt schon mehrfach gefragt und gestern und vorgestern ist mir auch jemand auf der Straße begegnet. Die Person kennt mich aus dem Internet und hat gefragt, hier Garten und gucken, geht das irgendwie? Und das ist jetzt nicht das erste Mal aufgetaucht. Ich überlege zunächst ein Jahr und dann macht ja die Sommerzeit dann Sinn, so eine Art Opening zu machen, offene Gartentür, dass ihr mich besuchen könnt, für alle, die Lust haben. Ich rechne jetzt nicht mit Hundertschaften von Andrang, deswegen glaube ich, wird das ganz überschaubar. Ansonsten habe ich hier noch einen Ausweichgarten, die kann ich bestimmt auch mitnutzen. Würde mich freuen, wenn ihr mich besuchen kommt, das wäre eine ganz tolle Sache. Ich weiß, ein paar wollen das sehr gerne und ich zeige euch meinen Garten. Wir können uns eine gemeinsame schöne Zeit machen oder was auch immer, entspannen, zusammen essen, kochen, was weiß ich. Also da können wir uns ja mal alle zusammentun und mal gucken, was wir treiben. Ich selber lasse mir sowieso immer was einfallen und möchte, dass es meinen Gästen gut geht. Von daher, ihr seid willkommen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr in meinen Garten findet. Denn das wird auch nächstes Jahr schon betreffen, möchte ich ein paar Sachen in Gang bringen, Richtung Workshops, Seminare, da wird es was von mir geben. Da, ne, auch hinter den Kulissen, ist schon länger im Hinterkopf und die Dinge entwickeln sich. Jetzt kann ich drüber reden, da habe ich auf jeden Fall so die ersten Schritte vor. Mal gucken, was sich da ergibt. Ich habe auch schon Möglichkeiten, wo ich das machen kann. Andere, die ich noch ansprechen möchte, wo ich aber auch schon Fuß in der Tür habe. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ja, und auch im Privaten letztendlich wird es Menschen geben, die für ihren eigenen Garten Leute brauchen. Ich würde auch zu euch nach Hause kommen. Mir und jetzt muss ich allerdings sagen, das wird hier mein Umfeld betreffen, weil ich bin jetzt nicht so gesegnet, dass ich durch die Welt reisen kann und jetzt Leute in München, Niedersachsen oder so besuchen kann. Deswegen, das wäre nicht umsetzbar auf jeden Fall. Anreise würde ja, glaube ich, so ein Workshop-Geschichtchen sprengen, was geldlich angeht. Und dann ja, muss man überlegen, wie man das umsetzt. Ich werde ja auch mal beim Garten-YouTuber-Treffen sein in einer anderen Gegend und da kann man sowas vielleicht miteinander vereinen. Dann geht es in dieser Folge nochmal um meinen Kanalnamen, / generell, was da so hintersteckt. Jeder, der auf YouTube aktiv ist, geht einen Weg der Selbstfindung, letztendlich auch außerhalb YouTube, aber jetzt geht es ja um den Kanal. Ja, die Dinge entwickeln sich, sind nicht von Anfang an perfekt, somit schleife ich an der oder ein oder anderen Stelle, die sich für mich ergibt, die sich mir anbietet, wo ich denke, das sollte sich runder anfühlen. Mein Kanalname, ich habe es ja erzählt, stört mich ein wenig. Er ist jetzt nicht dramatisch schlecht oder so, er hat Wiedererkennungswert, man kann ihn sich merken. Ich habe jetzt nach wie vor über Namen nachgedacht, ein paar haben zu mir gefunden, ich bin mir immer noch unschlüssig. Im Moment habe ich so nachgedacht, irgendwie Projekt Schrebergarten stehen zu lassen mit einem kleinen Zusatz.
sowas wie für mehr Nachhaltigkeit. Ach, heute ist mir irgendwas in den Kopf geschossen, das habe ich schon wieder vergessen, was soll ich eigentlich sagen? Aber es spielt keine Rolle. Also es, den Namen umändern in Hortus, Pachamama und so Ideen, die ich hatte, das werde ich nicht tun. Ich hatte allerdings auch so Ideen, dass mein Name vielleicht im Kanaltitel auftaucht. Ja, ihr könnt ja mal erzählen, was ihr dazu meint. Mir geht es nicht darum, ob ich das jetzt machen soll oder nicht machen soll. Ich werde das auf jeden Fall machen. Aber ich bin offen für Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Ideen, haut raus. Ich habe auch überlegt, dass ich nochmal den Community-Tab nutze und das da mal reinschreibe. Für alle, die sich da beteiligen wollen, ist natürlich nicht für jeden ein Thema. Deswegen an dieser Stelle, wer da keinen Bock drauf hat, kann ich völlig verstehen. Ihr wollt wahrscheinlich Gartenvideos gucken und irgendwie so die Natur erleben. Das Bürokratische, das Theoretische kratzt euch nicht. Kann ich verstehen, ist egal. Ja, lass mich mal so stehen. Dann zum Thema Hortus. Ich habe erzählt, dass ich mich ganz gerne im Hortus-Netzwerk anmelden möchte. Und da dachte ich, Hortus Pachamama, oh, das hat mir so gut gefallen. Sollte es nachher auch werden. Und dann wollte ich mich anmelden und gab es den Namen schon. Bäm. Somit hat es das auch gesprengt. Sollte in dem Moment nicht sein. Hat dann überlegt, irgendwie Hortus Schnellschiss Legat. Das, unsere Kolonie heißt hier so. Schnellschiss Legat fand ich irgendwie auch cool. Übrigens, das Wort Hortus bedeutet Garten. Hat auch sowas wie Hortus Enjoy Being oder Hortus bunt anders oder wie auch immer. Also wenn ihr da Ideen habt, haut raus. Gerade die ganzen Menschen, die schon einen Hortus haben oder da drin sind, die mir zuschauen. Ich weiß, da habe ich ein paar Zuschauer. Haut raus, was das Zeug hat. Ich möchte nach wie vor hin. Zu dem Thema sei noch gesagt, dass es ein paar Reaktionen gab zum Hortus und da irgendwelchen Gruppen anschließen und so. Der sollte sich mal mit dieser Hortus-Seite beschäftigen. Unter dem Video, in dem ich das angekündigt habe, das findet ihr da oben, das war ein längeres, da ging es um meine persönliche Situation, da habe ich am Anfang das auch schon mal angesprochen. Und im Video findet ihr ein paar tolle Kommentare zum Hortus. Also es ist nicht so, wie es scheint, beschäftigt euch mit den Sachen, da steckt was ganz Tolles drüber. Es geht um Artensortenvielfalt, einheimische Pflanzen und so weiter und so fort. Es geht ums Tierleben, um die Pflanzenwelt, das, was wir hier tun. Und es ist einfach etwas unterstützen, eine Gemeinschaft, die wächst, aber keine Gemeinschaft, die sich abgrenzen möchte, sondern die euch alle ins Boot holen möchte. Und ich finde das großartig. Das kann ich euch nur empfehlen. Also, wie gesagt, da könnt ihr mich nicht unterstützen. Bitte schreibt in die Kommentare irgendwelche Namen, haut raus oder wartet auf den Community-Tab, in dem ihr dann euch direkt proaktiv beteiligen könnt. Da haben wir das ein bisschen kompakter, muss auch nicht jeder mitmachen und das taucht auch nur einmal auf und ja, das wäre toll. Ich würde mich freuen. Dann möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, es gibt Hashtag Lars, ach nee, vor euch andersrum. Hashtag Fraglas, so heißt das. Da könnt ihr mir Fragen stellen und könnt in meinen Videos auftauchen. Das ist nach wie vor von mir gewollt. Ihr habt euch schon ganz fleißig beteiligt. Da sind schon tolle Fragen gekommen. Einige Fragen sind bei mir in dem Video schon aufgetaucht. Und ihr könnt euch weiter beteiligen und vielleicht könnt ihr zu unserem Allgemeinwohl was beitragen, wichtige Themen. Immer begeistert, was ihr unter die Videos schreibt. Das ist so bereichernd. Ich kann so viel weitergeben. Und auch zum Thema Teich hat mich gerade wieder was erreicht, wie man ohne Folien Teich machen kann. Ich habe das woanders schon verfolgt. Da hat das Projekt aber noch kein Ende gefunden. Da gibt es Möglichkeiten, ohne Teichfolien Teich anzulegen. Oh, wie geil ist das denn? Also das sind alles so Sachen, die bei mir dann auch noch kommen. Ja, und das ist so bereichernd, dass das dann von euch Zuschauern kommt. Somit ist das so ein Gemeinschaftsding. Ich finde das super. Also bleibt dran, bleibt bei mir. Wir machen gemeinsam eine tolle Sache da draus. Wo wir gerade beim Community-Tab waren, für alle, die jetzt das Video bis zum Ende ordentlich geguckt haben, ich habe am Anfang die Verlosung angekündigt. Unterm Community-Tab als kleine Erinnerung, da findet ihr das. An die Neuen, lasst doch bitte ein Abo da. Es geht um die Nachhaltigkeit, es geht uns alle was an. Es ist ein Planet, den wir gemeinsam bewohnen. Und packt mit an, kommt mit auf eine Reise, nachhaltiger zu leben. Vielleicht kann ich euch anstecken. Es ist immer was Bereicherndes dabei, auch wenn ihr vor euch vielleicht irgendwann entscheidet sollt, nee, Lars und sein Kanal ist nichts für mich. Das ist für mich auch in Ordnung. Hauptsache, ihr findet euren Weg. Also das ist mir persönlich ganz wichtig. Hier an der Seite findet ihr jetzt noch Videos, die ich für euch rausgesucht habe, die zum Kontext passen. Geht da doch einfach mal stöbern. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Lars. Ich bin raus. Tschüss.